So Leute, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge. Jetzt, wo wir unsere Fähigkeiten aufgerüstet haben, können wir weiter starten und versuchen, diesen Racine oder wie auch immer der heißt, uns zu schnappen und ihn mal schön ordentlich auszuquetschen, wo eigentlich unsere Schwester steckt. Dann würde ich mal sagen, tun wir das und legen wir mal los. So, erstmal die Musik wieder aus. Alles klar. Drei Bodypainting, okay. So. Schon wieder ein Verbrechen erkannt. Na komm. Versuchen wir das diesmal zu verhindern hier. Das letzte Mal hat ja nicht so geklappt. So glänzend. Zum allerersten Mal wurde die Windy City zur modernsten Hightech-Stadt Amerikas gekürt. Dank Bürgermeister Rushmore City. Ja, oh, schön die Brücke runterfahren lassen hier. Nicht, dass uns der Verbrecher entkommt. So, da hinten müsste eigentlich irgendwas sein. Ja, fahr doch einfach voll in mich rein. Das ist ein Held. So. Das da vorne ist ja bestimmt. Soll man einen Profiler rausholen hier? Potenzielles Opfer. Ja, das ist gut. Hey, Ist das der hast du den Täter? Scheiß oder was, Alter? Ja. Morgen hab ich's, ich schwör's. Hast du den Scheiß, Waffensammler. Mann? Ich hab die Schnauze voll von. Ich meine, ich hätte gerade eben den anderen umgeworfen, oder? Okay, Hauptsache das Verbrechen ist verhindert. Haben wir gut gemacht. Ah, wieder falsche Taste gedrückt hier. So, wo haben wir es? Ah, da haben wir es, ja. So, wir sehen. Dann schauen wir doch mal, was du für einer bist. Ui. Oh Mann, ist das so ein Hardcore-Auto hier. So, ui, oh. Au. Okay. Na, schön auf Mittelspur fahren hier. Immer schön auf den durchgestrichenen Bereich. Oh, eine Brücke, eine ganz schön enge. Oh, enge Brücke. Top, fahr schon. Du hast auch noch einen zweiten Gang. So. Hier ist es. Mitten im Gras. Klingt logisch. So. Okay. Hier wurde einer von Damien angeheuert. Robert Racine. Ich fange mit dem Besitzer an. Und arbeite mich nach unten. Bleib cool, nicht den Kopf verlieren. Ne? Natürlich. Wer verliert schon den Kopf? So. Finden Sie den Zugangscode zu Racine's Bureau. Der da hat ihn schon mal mit Sicherheit nicht. Denn er schreibt an seiner Autobiografie. Hoffen wir, dass er, wenn ich fertig bin, auch noch dran weiterschreiben kann. Da geht schon mal nicht rein. Dann bleibt mir das Tor übrig, oder wie? Eieieiei. Offensichtlich hier. Dann, ups. Auf einmal geht's auf. So, daneben ist einer im Eck. Und da läuft er die ganze Zeit hin. Wer ist das? Ablenkung. Schön vor den Augen vom anderen, der es irgendwie gar nicht sieht, weil er an seinem Handy beschäftigt ist. Aber natürlich, das sieht Das er ist wieder. unser Revier. Familienmitglied wegen Diebstahls verurteilt. Na los, ziehen wir es durch! Das ist immer so blöde Sache hier. Oh.
Das ist dann schon mal wieder so ein Tank. Das hat leider nicht gereicht. Oh mein Gott. Ja, den Code hätten wir schon mal, wenn wir nur hier irgendwie wegkommen. Ah, nein, das wird nichts. Nein. Nein! Das war dann mal nichts. Das ist echt traurig. Ah, da gibt man sich extra so viel Mühe. Und dann stirbt man auch noch. Ich muss mein Leben überdenken. So, neuer Versuch. Frontalangriff. Was war das? Ups, ist aber das Tor aufgegangen. Kommt so, probieren wir es mal mit Kameras hier. Vielleicht können wir mit Kameras. Ich meine, den Code von dem Typen kriegen wir bestimmt irgendwie mit Kamera. Die Frage ist halt nur, ob wir dann auch in das Büro kommen. Mit der Kamera. So. Ja, okay. Das war sowieso keine normale Kamera. Bam. Ah, abgefangenes Audio-File. Da ist er ja. So. Durchsuchen Sie Racines Büro nach Hinweisen zu Nicky. Das Büro ist da hinter den Mauern irgendwo. Ja. Ich finde es immer so witzig, dass es keinem eigentlich auffällt, dass die Kameras die ganze Zeit hin und her sich bewegen. Wie so ein Epileptiker. Okay. Na? Da muss ich irgendwie hin. Muss ich so, wie es aussieht, vielleicht zu Fuß oder vielleicht aber auch über die Außenkamera hier. Das ist damit vielleicht irgendwie was. Ja, das ist noch eine Kamera. Okay, dann oben die Kamera. Ja, hat mir das auch nicht auch viel weitergebracht irgendwie. Vielleicht darüber. Ja. Das sieht mir besser nach aus, als ob ich wirklich da zu Fuß durchgehen müsste. Das gefällt mir aber gar nicht, muss ich sagen. Auf jeden Fall rennen mal gerade alle da hinten im Eck rum. Warum auch immer. Aber ich meine, das ist eigentlich der perfekte Moment, um mal reinzugehen hier zu Fuß. Ja, klar. Ja, da kommt wieder einer raus. Ich will aber jetzt auch nicht irgendwelche großen Schießereien hier anfangen.
Gut, den werde ich mir einfach mal holen jetzt. Zack, auf die Schnauze, so. Da war doch eben eine. Ah, da hinten. Okay. Da liegt Geld. So. Na, ist immer noch nicht offen. Okay. Vielleicht von da außen irgendwie. Auch nicht. Hier okay, wieder schön den Parkour-Run hinlegen hier, jawohl. Ui. Jetzt sind sie alle wieder da, wie wunderschön. Okay. Oh Mann. Was eine Ballerei. Okay. Ha. Ah. Die sind manchmal echt zu fix hier. Zack. So, mal nachladen. Na, ah, schon wieder einer in dem Eck da hinten. Oh. Der war fies. So. Dann kauf dir was anderes. So. Was laberst du? So. Das war's dann. So. Jetzt müssen wir noch da hochkommen irgendwie. Ganz schön brennend hier. Da muss da irgendwo eine Treppe nach oben sein. Huhu, Treppe. Treppchen, wo bist du denn? Da wäre was. Aber nein, das ist ja ganz weit anders. Das bringt mich ja auch nicht weiter. Ja. Treten wir halt mal so ein 50 Kilo Fass einfach durch die Luft. So. Wie kommen wir da hoch? Wie kommen wir da hoch? Da oben müssen wir hin. Ist da vielleicht eine Treppe? Ah, nein, Fehlalarm. Da müssen wir irgendwie hoch. Gut, wenn ich übers Klo gehe vielleicht. Dann probieren wir erstmal da hinten. Klo ist nicht so eine tolle Idee. Mal da. Vielleicht da drüben was. Voll. So. Hallo? Wie komme ich denn da hoch? Nicht cool. Da muss ich hin, da ist sogar ein offenes Fenster da oben. Ja, vielleicht. Vielleicht komme ich ja doch da hoch. Nein. Was ist das? Na egal. Gut, vielleicht doch übers Klohäuschen, aber. Nein, geht nicht. Schade. Gut. Ah, da haben wir doch eine andere Idee. Was ist das? Okay. Noch einen Aufzug benutzen hier. Ah, gut, hätte ich auch gleich hochgehen können. Jawohl. Na, ah, da ist das Fenster. Ha. Hacken.
So. Nichts. Der Computer. Ich hack die Kameras durch den Computer. Genau, gute Idee. So, hacken wir jetzt mal. We've seen Robert. Schön, dich zu sehen. Legst du mich aufs Kreuzband? Ich hab die Pierce-Frau gebracht. Die Frau, ja. Aber ich sagte doch, lass das Kind in Ruhe. Glaubst du, ich bezahle dir mehr? Du machst alles komplizierter. Wer stellt er mir her? Hast du den geschickt? Hab ihn nicht geschickt. Aber ich hätte dich wohl vor Eden warnen sollen. Ja. Du musst mir helfen, oder ich sag ihm alles, was ich weiß. Und genau deshalb weißt du nichts. Er wird nicht erfreut sein, wenn er das rausfindet. Scheiße, Mann, und jetzt? Gib dir Mühe. Viel Glück. Okay. Will der abhauen, oder was? Du verdammter Wichser. Der haut mir nicht ab hier. Wartet, Leute! Okay. Den schnapp ich mir. Okay. Komm ich da runter? Hallo? Okay. Gehen wir auch da durch. Oh, ouch. Aber eine gechillte Musik. Muss man lassen. So. Vorne ist er. Okay, jetzt weiter los, das ist fies. Auto. Nicht huben, das fahren. So. Jetzt hier wird fast außer Reichweite, das kann er angehen. Hallo? Finden Sie endlich jemanden hier raus, okay? Das wird gemacht. Ich fange ihn ab. Nein, mach den nicht. Ich hab ihn gleich. Jetzt fahrt er auch noch über die Schienen hier. Oh Gott. Au. So, den schnapp ich mir. Ja, das ist doch alles ein richtiger Witz hier. Dann halt doch mal an, Junge. Will doch nur mal reden. Ich werde ihn von der Straße schubsen. Verdammt! Bam. So. Das ist ein Mantel. Ui. Oh shit. Okay. Zukunft ignorieren wir nicht mehr die Granatenwarnung. Haben wir jetzt gelernt. Und diesmal schnappen wir ihn hoffentlich schneller. So. Okay. Das Ganze würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann, weil die Zeit ist doch schon etwas lang wieder geworden. Ich sage mal, macht's gut und haut rein.